Gott kann auf viele Arten zu uns sprechen. In dem Video hörst du mehr darüber. Das hier ist ein Beispiel dafür, wie Gott durch Bilder zu uns sprechen kann. Zum Beispiel, ich war auf Facebook und scrollte durch die Freundesliste. Und wie ich dann irgendwie mit den Augen an einen Freund hängen bleibe, sehe ich einen Nackenmuskel. Also einfach der Muskel hier. Ich sehe so den Muskel. Und denk mir, was soll das? Und stell die Käsefrage. Was soll der Käsegott? Und dann geht der Gedanke durch den Kopf, ja, da hat wahrscheinlich viel geschleppt. Wenn du nämlich schleppst, dann hast du Schmerzen hier. Und dann war mir klar, da hat er viel Verantwortung getragen die letzte Zeit und ist ausgepowert und er kann nicht mehr. Und ich habe dann ihm geschrieben und für ihn gebetet und er schreibt zurück, hey, woher hast du das gewusst? Das hat mich jetzt so getroffen, das hat so gepasst, was du geschrieben hast. Woher wusstest du das? Und da hat Jesus gesprochen. Jesus wollte ihm zeigen, hey, ich weiß um deine Erschöpfung und ich bin mit dir. Und das ist eine schöne Art und nie die Käsefrage vergessen.